Hallo, wir wollen heute ein Dö machen. Dafür benötigt ihr euren Loom. Den Loom baut ihr so zusammen, dass die mittlerste Reihe um einen Stab nach außen versetzt ist und legt den Loom genau so vor euch hin. Für den Buchstaben benutzen wir immer zwei Gummis und wir beginnen auf der linken Seite. Oben auf den linken dritten Stab ziehen wir einmal die Gummis. Das Ganze wird jetzt noch achtmal auf der linken Reihe gerade nach unten gemacht. So, dass ihr am Ende noch zwei freie Stäbe habt. Jetzt geht ihr wieder nach oben und setzt an diesen ersten Stab, wo wir die Gummis gespannt haben, setzt ihr an und geht auf diesen mittlersten dritten Stab. Nun geht ihr von dem mittlersten Stab noch einmal nach rechts auf den zweiten Stab. Jetzt gehen wir auf der rechten Seite 10-mal gerade nach unten. Wenn das gemacht ist, geht ihr jetzt von den letzten bespannten Stab, also ihr habt noch einen Stab unten frei, geht von diesem letzten Stab auf die Mitte, auf den zweiten Stab, so schräg nach oben. Und jetzt noch von der Mitte auf den linken Stab, damit wir alles geschlossen haben. Jetzt nehmt ihr noch einen Gummi und wickelt diesen Gummi auf den linken dritten Stab, wo unsere Gummis darüber sind. Mehrmals darum wickeln. Nun können wir alles abblumen. Dafür geht ihr hinter den umwickelten Gummi und zuerst nehmen wir die beiden rechten Gummis, die schräg auf die Mitte zulaufen. Also hinter den umwickelten Gummi gehen, die obersten beiden nehmen, bringt sie zurück auf den mittlersten Stab. Jetzt geht ihr da in hinter diese Gummis hinein, holt euch wieder die beiden und wieder zurück nach rechts auf den untersten Stab. Nun blumen wir erstmal die linke Reihe bis ganz nach oben ab. Geht wieder immer hinter alle Gummis und bringt eure Gummis auf den nächsten Stab. Wenn ihr das gemacht habt, geht ihr wieder nach unten und nun machen wir die rechte Reihe bis nach oben. Wenn ihr ganz oben seid, geht ihr nun von den obersten, nehmt euch die beiden Gummis, geht zurück auf den mittlersten Stab. Und nun wieder noch den letzten nehmen und auch ganz nach links wieder. Wenn ihr das habt, nehmt ihr noch einmal einen Gummi, geht auf den linken Stab hinter die Gummis, zieht diesen einen Gummi dahin durch, legt alles auf euren Haken. Nun bringt ihr die vorderste Schlaufe durch die hinterste hindurchziehen und alles anziehen. Gummi festziehen und nun können wir alles abziehen. Legt euren Loom beiseite und schon. Also noch ein klein wenig in Form bringen. Ihr seht, wo euer Gummi ist, mit dem wir unseren Stab umwickelt hatten.
Ich wünsche euch viel Spaß beim Nacharbeiten und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!